Der Blut hat aufgehört, in meinem Körper zu bewegen. Das Blut hat aufgehört, sich in ihrem Körper zu bewegen. Das ist krass. One-Night-Stands-mäßig zum Beispiel? Eigentlich nicht. Aber wenn ich Bock habe, habe ich Bock. Please hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Zahn, dein Lieblingsroaster mit Herz. Und heute geht es hier weiter mit Folge 7 Princess Charming. Ich melde mich immer noch aus Griechenland bei dir. Mein Kumpel ist gerade was essen und ich nutze die Gunst der Stunde, um dieses Video für dich aufzunehmen. Ja, es geht immer näher und näher an das Finale ran. Beziehungsweise wir kommen dem Finale immer und immer näher. Ich bin, ja, hier kann ich gar nicht sagen, wer es wird, um ehrlich zu sein. Irgendwie kann ich mir das von mehreren vorstellen. Sie macht das richtig gut. So erwartet man das doch von einer Princess Charming, einer Bachelorette, einem Bachelor, dass man da einfach nicht weiß, okay, die ist es jetzt zu 100%. Und ich habe schon gesehen, bei der Bachelorette habe ich mich geirrt. Ich weiß gar nicht, warum sind da jetzt 2-3 Folgen in einer Woche rausgekommen? Weiß das einer von euch? Gab es irgendwie einen Spoiler oder so, dass RTL das alles raushauen müsste? Weil eigentlich liefen Princess Charming und Bachelorette ja zeitgleich. Es war immer Folge 7 dort, Folge 7 dort. Und jetzt sind wir bei Princess Charming Folge 7 und Bachelorette gab es schon das Wiedersehen. Ich werde das natürlich alles kommentieren, aber es geht mir einen Ticken zu schnell. Ja? Falls du neu bist auf meinem Kanal und ein Schnuffelhase werden möchtest, klicke auf Abonnieren, werde einer von uns. Falls du die Princess Charming online gucken möchtest auf RTL Plus und du noch ein RTL Plus Premium Abo brauchst, gehst du einfach runter in die Infobox. Da gibt es einen Rabattcode und einen Link, der dir im 2. und im 3. Monat 50% Rabatt schenkt. Satte Rabatte hier bei mir. Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Oh, ich würde echt gern wissen, wie es in Hannah aussieht gerade. So, in ihr drinnen. Ja, dann müsstet ihr vielleicht mal ein Übernachtungsdate planen. Dann könntest du da mal reinluschern. Ich finde sie toll, keine Frage. Es gibt auch keinen Punkt bis jetzt, der mir nicht an ihr gefällt. Nichts. Sie ist einfach so perfekt, dass mir einfach gar nichts an ihr nicht gefällt. Entweder das, sie wird idealisiert, oder aber diese Lady hier konzentriert sich so auf die Seele und selbst wenn das eine oder das andere vielleicht stören würde, könnte, guckt man da nicht drauf und spricht das gar nicht erst an, weil es natürlich klar ist, dass der Mensch gegenüber nicht 100% den Vorstellungen entsprechen kann. Man sollte gar keine Vorstellung haben. Also schon Vorstellung, aber jetzt nicht zu doll, ne? So, man kann sich ja drauf einlassen und auch von neuen Dingen überrascht werden, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sie eventuell mag. Es gibt heute ein Gruppendate und zwar geht's in die Höhe. Und wir haben wieder eine Lady, die eine Phobie hat. Du siehst schon so. Ich sag's, wie es ist. Das ist meine Phobie. Echt? Ja, aber vielleicht heute ist der Tag, dass ich meine Phobie gewinne, deswegen. Sie will eine neue Phobie gewinnen oder nein? Sie meint, es könnte der Tag sein, an dem sie ihre Phobie endlich bekämpft. Also wenn sie das tut, dann müsste das natürlich sehr skandalös und, wie soll ich sagen, emotional sein. Weil wenn man 30 Jahre lang eine Phobie hat oder 25 Jahre lang eine Phobie, dann würde man die jetzt ja nicht einfach so bezwingen im Fernsehen, oder? Zunächst fängt aber eine andere an, und zwar die, die eine Kussphobie hat. Und es geht immer darum, welche, immer zwei Ladies klettern hoch und welche der beiden ist zuerst oben an einer LGBTQ-Flagge. Und die Kussphobikerin hat sich, glaube ich, auch ein bisschen übernommen. Fuck. Oh, ich hab Schiss. Oh, fuck. Man sagt sich so, hey, ich bin im Fernsehen, das wird schon, alles cool, ich rock das Ding. Und dann befindet man sich da oben und hat die Plörre in der Büchse. Und nun kommt die Italienerin mit der Höhenangst. Ich habe meine Hände nicht mehr gespürt, meine Beine nicht mehr gespürt. Der Blut hat aufgehört, in meinen Körper zu bewegen. Ich dachte in dem Moment, ich sterbe. Das Blut hat aufgehört, sich in ihrem Körper zu bewegen. Das ist krass. Gerate nicht in Panik, mach langsam. Entspann dich, Süße, lehn dich zurück, nimm noch einen Kaipi, so. Hab immer ein bisschen langsamer, alles gut. Entspann dich einfach. Diese hübsche eifersüchtige Jessica, genau, die hatte auch dann am Ende noch Bammel. Sie hat es in ihrer Zweiergruppe leider nicht geschafft zu gewinnen, aber trotzdem hat sie dem Ganzen etwas Gutes abzugewinnen. Ich bin eine gute Verliererin in der Hinsicht, aber ja, ich glaube, Hannah hat es auch gefallen. Ja, dein Poshi zu sehen, ne? Sie ist ja halt so die Sexbombe, ne? Sie will ja auch, dass man sie geil findet. Also auch wenn ich gewonnen habe, ich glaube, die Hannah, die mochte, was sie sah. Mein Arsch. Das hat mich so gut gefühlt, meine Phobie zu gewinnen. Ach, sie hat ihre Phobie gewonnen. Sie hat die einfach jetzt so gelöst. Das ist so krass. Man geht einfach zu Princess Charming und hat keine Phobien mehr. Wie geht's dir? Sie fühlt sich einfach gut, weil sie jetzt mit der Prinzessin einmal kurz alleine reden darf.
Sie ist ja immer noch in diesem Gruppendate. Wir sind die Einzige, dass sie immer noch kein Einzeldate hatten, aber einzeln bist du, ich krieg das sicher. Yay. Leichte Aggressionen machen sich breit, weil die Italienerin sieht das schon richtig. Also sie hatte kein Einzeldate und jetzt sind sie beim Gruppendate und anstatt, dass eine von den beiden vielleicht mal 2 Minuten bekommt, alleine mit der Prinzessin, nein, es wird sich wieder um Jessica gekümmert. Da wäre ich auch ein bisschen pissed. Ja, ein bisschen stört mir das, ehrlich gesagt, weil ich finde, dass ich bin ganz genau wert wie die anderen. Ich bin genauso viel wert wie die andere. Damit hat das gar nichts zu tun, aber sie findet dich halt einfach nicht so geil. So, du bist genauso viel wert, jeder Mensch ist gleich wert, so gleich viel wert. Aber sie findet dich einfach nicht geil. Ich will dich auf jeden Fall noch weiter kennenlernen und ich will mehr von dir menschlich kennenlernen. Ja, es freut mich, weil ich viel mehr bin nur als das, was ich aussehe. Und ja, ich habe das schon ein paar Male gesagt, weil ich sehe fürchterlich gut aus. Und es kann immer leicht passieren, dass man mich nur auf meine perfekte Optik reduziert. Und das wollte ich nur noch mal klar machen. Ich weiß, ich bin perfekt, aber ich habe noch viel mehr zu bieten. Manchmal bin ich beleidigt, dann bin ich wieder beleidigt und eifersüchtig und so. Ich bin so facettenreich. Ich möchte wissen, was macht Jessie gerne und wie lebt sie und glaubt sie, dass ich zu ihr passe? Das ist das, was ich bei ihr noch herausfinden muss. Die Prinzess ist einfach tiefgründig. Ne? Sie sagt jetzt nicht so, hui, die sieht geil aus, die will ich haben. Nein, sie will gucken, passt das, wie ist das im Leben und so. Also egal wie loco sie ist, sie macht sich schon echt Gedanken. Also sie ist auf jeden Fall mehr ein Kopfmensch als ein sondern Bauchmensch. Ja, ich würde mir niemals Gedanken machen, welche Hobbys der Typ hat, auf den ich einen Crush habe. Jetzt darf die Italienerin doch einmal kurz alleine mit der Prinzessin reden und sie hat ein richtig interessantes Smalltalk-Thema. Darüber hatten wir heute noch gar nicht geredet. 30 Jahre alt, so eine Phobie zu gewinnen. Das hast du richtig gut gemacht, wirklich. Ja, ich bin sehr stolz auf dich. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, sie hat ihre Phobie gewonnen. Nun habe ich jetzt einfach mal so eine willkürliche Sequenz hier genommen. Ich weiß gar nicht, wovon die Prinzessin da so hundertprozentig spricht. Ich möchte einfach nur, dass ihr einmal auf die Körpersprache guckt, weil die Italienerin hängt so halb in der Vulva drinne bei der Prinzessin. Also hat sie so umschlungen und so und ist ganz nah mit ihrem Gesicht an die Prinzessin gegangen. Und guck mal, was die Prinzessin macht. Ne, die muss sogar weggucken, weil ihr das, glaube ich, ein bisschen zu nah ist. Die mich dann zur Ruhe gebracht hat, die mich zum Lachen gebracht hat und ja, die auf jeden Fall direkt selbstbewusst war und gezeigt hat, wer sie ist. Ja, das bin ich. Das freut mich, dass du das gesehen hast. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, weil ich wusste nicht, was du siehst. Also ich könnte bis jetzt, vielleicht kann ich immer noch nicht einschätzen, wie du mir siehst. Naja, sie merkt auf jeden Fall, dass du es versuchst. Ja, bist auf jeden Fall gut dabei so mit Umschlingen und bla. Und jetzt ist die Italienerin aber auch gerade sehr aufgeregt. Das muss man auch einmal echt feststellen. So unkomfortabel hat sie sich, glaube ich, schon länger nicht gefühlt, beziehungsweise man hat es nicht gesehen. Und da sieht man halt auch, dass oftmals die Menschen, die so laut sind und keine Ahnung, sehr, sehr unsicher sind. Langsam merke ich das, ja. Kann voll passen zu mir, die Frau, ja. Ich würde nicht in diese Richtung denken. Würde ich nicht machen, weil am Ende wirst du verletzt. Ich glaube, das ist ein Satz mit X, mit euch beiden. So, und dann lachen die beide und es ist so die Frage, küssen sie sich gleich? Ich glaube, die Italienerin hat es darauf angesetzt und dann, nein. Genau, einmal so Ausweichmanöver, man drückt sich einmal schwesterlich. Teil von mir hätte sie gerne in dem Moment geküsst, aber Teil von mir auch nicht, weil die anderen waren auch da und ich brauche, dass es nur unser Moment ist. Ich brauche, dass, wenn sowas passiert, sie nur auf mich konzentriert ist. Genau, ich möchte dann, dass sie auch ihr Handy auf Stumm schaltet und Flugmodus anmacht und so, weil in diesem Moment darf es nur mich in ihrem Universum geben. Zum Ende des Dates darf eine Lady länger bleiben und dreimal dürft ihr raten, ob es die Italienerin ist oder nicht. Nein, sie ist es nicht. Das enttäuscht mich ein bisschen. Und wie sie das Bedürfnis hat, mit anderen ihre Alleinzeit zu verbringen, dann muss ich das halt akzeptieren und klarkommen. Aber ich finde das sehr enttäuschend. Ich finde das einfach richtig enttäuschend. Warum nicht mit mir? War ich ihr etwa zu nah an die Pelle gerückt ein bisschen? Ich weiß es nicht. Ich bin noch genauso viel wert. Wie viel wert ist sie denn? 1990, 295, wie viel wert ist ein Mensch? Bleiben durfte die mit der Kussphobie. Und Jessica hat ja auch noch was dazu zu sagen, weil sie durfte nämlich auch nicht bleiben. Ich war natürlich schon traurig, dass sie bleiben durfte, aber jetzt direkt eifersüchtig war ich nicht. Nee, also ich wollte sie gerne umbringen, ja, das stimmt. Oder ihr irgendwas in ihre dämliche Fresse klatschen, aber eifersüchtig richtig war ich nicht.
Zurück im Haus angekommen, erzählen die Ladies natürlich erstmal vom Gruppendate. Und ratet mal, was die Italienerin den Leuten erzählt. Etwas, was wir heute noch gar nicht gehört haben. Ich dachte echt nicht, dass ich das schaffen könnte, aber ich hab's geschafft und das hat mir auch gezeigt, dass ich kann alles. Alles außer mir die Prinzessin zu klären. Aber ansonsten kann ich wirklich alles in meinem Leben. Ich bin mit Hannah dann hingesessen und so, ein bisschen gekuschelt. Ja, aber das war eher so ein bisschen One-Side-Kuscheln, oder? Das sind die Vibes, die ich mitbekommen habe. Sorry. Und dann hat sie gesagt, dass wir schon zusammen da sitzen, bestimmt wunderschön zusammen aussehen. Echt? Ja, und dann hat sie mir ein Küsschen auf die Stirn gegeben. Also wenn ich mich nicht irre, dann hat die Prinzessin gesagt, du siehst gut aus. Und dann sagte die Italienerin, du siehst auch gut aus. Und dann hat die Italienerin gesagt, und wir sehen auch zusammen gut aus. Das ist das, was ich erinnere. Ich glaube nicht, dass die Prinzessin gesagt hat, ey, also während die intensiv gekuschelt haben, dass die Prinzessin gesagt hat, oh, by the way, wir beide würden voll gut zusammen aussehen. I don't think so. Und nun zum Einzeldate. Die Prinzessin sagt es einmal, es war mir wirklich wichtig, dir zu zeigen, dass ich dich mag und dass ich dich sehen möchte. Ja, das war mir wichtig, auf jeden Fall. Das zeigt es mir auch, dass es dir wichtig war und das finde ich schön. Extrem schön. Danke. Bitte. Dankeschön, bitteschön, sehr geehrte Frau. Nein, es ist so, es war mir wichtig, dir das zu zeigen. Ja, und das war mir wiederum wichtig, dass du es mir gezeigt hast. Und das war dir bestimmt auch wichtig, dass es mir wichtig war, dass es dir wichtig war, ne? Nun dürfen sie einmal kurz schwimmen gehen und man hat wirklich atemberaubende Aufnahmen. Aber ich habe mir natürlich gedacht, okay, mit Mikro können die da nicht rein. Und dadurch, dass eine Drohne die aufgenommen hat, war ja auch in der Nähe irgendwo ein Mikro. Also durften sie nicht reden. Aber auch das verpackt man sehr schön. Ja, man konzentriert sich nicht großartig auf Gespräche oder man konzentriert sich nicht großartig darauf, muss ich jetzt irgendwas sagen? Ihr durftet gar nichts sagen, liebe Prinzessin. Das ist uns doch klar. Ihr musstet einfach schöne Bilder abliefern und das muss bestimmt unangenehm gewesen sein, weil dann durften die sich halt nur so angucken. Die Prinzessin möchte wissen, wie diese Kussphobikerin sie so sieht. Du wirkst sehr tough auf mich, aber ich kann mir vorstellen, dass du ein paar Päckchen mit dir zu tragen hast. Genau, das ist jetzt einfach so meine Ferndiagnose. Du siehst halt auch ein bisschen durcheinander aus, so durch den Wind wie die meisten hier im Haus. Ich muss sagen, sie war so die erste Frau, die mich so richtig krass beschrieben hat, ohne mich richtig zu kennen. Ja, was sie gesagt hat, trifft natürlich auch auf 80% der Menschen zu. Also du kannst lustig sein, du kannst traurig sein und du hast ein paar Päckchen. Und ja, das ist etwas, was dich verletzen könnte, wenn du die aufmachen würdest. Ja, sie hat sich einfach gelesen. Ja, und wie siehst du mich? Also ich finde es ein bisschen komisch, dass ich dich jetzt irgendwie nicht küssen durfte. So, aber ansonsten habe ich jetzt auch noch nie gehört mit so einer Phobie. Aber ansonsten bist du eine ganz nette Frau, glaube ich. Ich finde, du könntest dich echt mal ein bisschen so auflockern. Also es wäre jetzt so ein Anliegen von mir. Nächste Frage, es geht tatsächlich ums Thema Knutschen. Bist du so eine Partymaus, die überall rumknutscht oder also so... Also genau das, was ich eigentlich nicht möchte, was du mir aber angetan hast auf der letzten Party. Steckst du die Zunge überall wirklich rein, ekelhafter? One-Night-Stands-mäßig nee, zum Beispiel? Eigentlich nicht. Das bedeutet, da gab es bestimmt mal welche. Also eigentlich nicht, aber wenn ich Bock habe, habe ich Bock. Ja, ich hatte noch nie, also ich kann dann... Du hattest noch nie einen One-Night-Stand. Mm-mm. Wollten Sie gerade sagen, also ich kann an einer Hand abzählen, wie viele One-Night-Stands ich hatte. Und dann hat die Prinzessin reingegrätscht und meinte, du hattest noch keine. Und sie so, ja, das hört sich eigentlich besser an. Nee, hatte ich noch nicht. Nun kommt auch diese Lady zurück ins Haus und berichtet vom Date. Sie hat eine Sache von der Prinzessin erfahren. Und zwar hat die Prinzessin gesagt, sie hat sich noch mit niemandem so wohl gefühlt. Und das will diese Süße den Mädels im Haus nicht erzählen, weil sie nicht möchte, dass sich jemand schlecht fühlt. Und das finde ich wiederum süß. Und dann hat sie mich gefragt, wie ich sie sehe. Ich habe sie auch Gauner genannt. Ich glaube, dass sie schon so ein kleiner Gauner ist. Alle Mädels denken sich bestimmt so, okay, das Date muss richtig scheiße gewesen sein. Sie ist ein Gauner, sagt sie zu ihr. Warum macht sie das denn? Also es klang jetzt nicht sehr romantisch. Natürlich kann man jetzt nicht beurteilen, wie ja da so die Blicke waren. Das hat sie nämlich gar nicht so erwähnt. Aber so von den Erzählungen war es eigentlich eher ein schönes Gespräch. Ja, für eine Partei zumindest. Also wenn die da vom Gauner redet, dann ist das einfach ein richtig schlechtes Gespräch. Also tut mir leid, das ist überhaupt keine Gefahr für mich. Ich bin auch das erste Mal, glaube ich, nicht eifersüchtig. Die Mädels gehen alle aus dem Poolbereich ins Haus. Nur die Italienerin bleibt erstmal alleine, raucht ein paar Kippen, trinkt ein bisschen italienischen Rotwein und ist traurig. Und dann kommt ihre Freundin, die Thai,
Genau. Und mit ihr redet sie jetzt einmal, wo der Schuh drückt. Ich will nicht heulen. Ich will nicht weinen. Ich will mich... Arme kleine Maria, nein. Nein, heute nicht. Aber eigentlich ist mir voll danach. Ich kann nicht mehr. Selbstzweifel überkommen meinen luxuriösen Körper. Aber ich habe so irgendwie langsam ein Gefühl mittlerweile. Nicht, dass ich gehext bin, aber irgendwie, ich lebe immer das Gleiche. Ich bin nicht gehext. Ja? Ich bin wirklich, ich bin auch keine Fee, ich bin auch kein Schmetterling oder so. Aber ich erlebe wirklich jedes Mal das Gleiche. Was ist es denn? Dass, wenn ich eine Person sehe, ganz klar, sie sieht mich nicht. Doch, die sehen dich. Aber die haben halt nicht so Bock auf dich. Das ist auch ein bisschen blöd. Ja, aber das bringt jetzt nichts. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Ding, wo man jetzt so sagt, okay, du machst dich gerade richtig kaputt mit deinen Gedanken. Ja, was bringt das jetzt, wenn du alles, was passiert ist in deinem ganzen Leben, jetzt einmal in einen Topf tust und dich damit vergiftest? Wenn eine Person direkt seit Anfang an, du sagst, boah, die passt voll. Es ist ein Bauchgefühl. Und jedes Mal, dass ich das habe, ich kriege das nie zurück. Ich verliebe mich immer einseitig. Ich glaube, dass sie das mittlerweile auch manifestiert, tatsächlich. Jetzt denk nicht, ich bin verrückt oder ich habe irgendeinen Zaubertrank hier auf Mykonos. Nein, ich bin da nicht in Mykonos. Ich bin in griechischen Göttinnenland. So, und sie hat, also genau, ich finde einfach, ich denke, dass sie das mittlerweile schon so manifestiert. Das habe ich auch gesehen an ihrem Gesicht, als sie mit der Prinzessin alleine war. Die geht schon davon aus, okay, es wird genauso wie die letzten Male wieder laufen. Ich habe einen Pickel im Ohrläppchen, das ist so richtig eklig. Ich kenne meinen Wert, aber immer die Person, dass ich wünscht mir, dass mein Wert sieht, sieht das nie. Und langsam habe ich die Schnauze voll. Schatz, das nennt man Pessimismus. Du bist jetzt gerade richtig in so einer Abwärtsspirale. Für einen Außenstehenden ist es gerade kaum mit anzusehen. Findet ihr das nicht auch? Aber ich finde, das hilft mir für die nächste Situation, wenn ich wieder irgendwelche komischen Dinge mir in meinen Kopf reinpacke, die gar keinen Sinn machen und mich einfach nur schlechter fühlen lassen. Ich hatte heute ein paar solcher Momente. So Nonsense eigentlich. Ich reiche nie. Nein, nein, nein. Es wird jetzt hier ganz, ganz arg böse. Also ganz schlimm die gegenüber. Kannst du mir ganz kurz helfen? Klar. Achso, mit dem Arm. Ja, ja, ja. Wie ist sie mit Jessica weggelaufen jetzt? Hä? Wie ist sie mit Jessica weggelaufen? Ja, sie hat gefragt, ob Jessica ihr kurz helfen kann. Ja, ja. Fang gar nicht erst damit an, jetzt zu gucken, was um dich herum passiert. Das ist kein guter Start in den Tag oder in den Abend. Naja, Jessica hat ihr halt fürs Kacken einmal das Kleid auf und zu gemacht und jetzt gibt's noch einen Kuss dazu. Die süßen Mäuse. Ich finde, die machen es gut. Also, ich glaube nicht, dass die auf Dauer glücklich werden könnten, weil Jessica einfach, glaube ich, zu eifersüchtig ist für die Prinzessin. Aber die steht ja auch drauf, ne? Meint sie ja manchmal. Ich muss noch mal auf Toilette und irgendwer muss mir helfen. Such dir jemanden, such dir einfach jemanden aus. Maria, klar. Natürlich, Maria ist schon aufgestanden, hallo? Ich bin ja nett, ich helfe leider gerne. Maria lässt sich diese Gelegenheit nicht nochmal nehmen. Sie so, jetzt stehe ich auf. Die Prinzessin hatte den Satz noch gar nicht vollendet, dass sie kacken muss. Und sie ist schon aufgestanden. Sie so, heute mache ich es. Dankeschön. Ja. Wolltest du nicht eine Peruke haben? Ja. Kannst haben. Warte, ja. Ich komme gleich mit dir. Warum ist Jessica hinterhergegangen? Wollte Jessica gucken, ob vor der Toilette genau das Gleiche passiert? Zwischen der Prinzessin und der Italienerin, wie auch bei ihr, dass sie einen Zungenkuss als Dankeschön bekommt für ihre Dienste? Man weiß es nicht. Aber hier war einfach keine Knisterei. Also die Prinzessin hat einfach keinen Bock auf die Maria. Maria heißt sie, ne? Und Maria, ja, ich wiederhole mich, aber die strahlt es voll aus. Die ist auch aufgeregt einfach. Da kommt kein natürlicher Flow zustande. Leute, es gibt eine neue Kandidatin! Ja, doch. Findest du? Ich find's gar nicht. Doch, das steht dir mega, sag ich dir. Sei ehrlich. Ich glaube nicht, dass ihr das so gut steht. Kurze Haare stehen ihr viel, viel besser. Es tut mir leid. Sie ist natürlich bildhübsch, aber vielleicht liegt es auch daran, dass das so künstlich ist. Ja, es sieht irgendwie komisch aus. Tai? Heißt sie Tai? Ich hoffe, bitte, möchte mit der Prinzessin reden, weil sie hat so Bedenken. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, freue ich mich total. Und ich lieb's, in deiner Nähe zu sein. Und ich finde dich hammergeil. Diese Frau ist einfach mega. Sie mag sie, aber sie fühlt sich nicht so verliebt in sie. Es gab nicht diesen Moment, aber sie möchte unbedingt mit ihr befreundet sein.
Und auch wenn die Mädels halt irgendwie erzählen so, ne, von den Dates und wenn sie sich geküsst haben, müsste das halt irgendwas in mir auslösen. Mhm. Und es löst halt irgendwie nichts in mir aus und das gibt mir halt irgendwie Bedenken. Das juckt mich gar nicht, ob die dich lecken, anspucken, keine Ahnung, an den Haaren ziehen, ihr Spaß habt. Ich will dann eher mitmachen, so als beste Busenfreundin, aber ich bin null eifersüchtig. Ich mag dich so gerne und ich... Ich glaub dir das total. Ich kann das zwar an der Stelle nicht erwidern, aber ich glaub dir das wirklich. Ich finde schön, dass du dich so öffnest und dass du mir das sagst, weil das macht nicht jeder. Ich glaube, in diesem Haus würde das tatsächlich jeder machen. Die Princess Charming Frauen sind schon sehr, sehr gewissenhaft. Die bleiben nicht drin wegen Fame. Mm-mm. Ich habe mich tatsächlich heute mal komplett in meine Opferrolle fallen lassen und habe mich da so ein bisschen drin gesuhlt. Damit hat sie mir so geholfen, Leute. Sie hat mir so geholfen, weil ich das auch von mir kenne. Und ich glaube, jeder von uns kennt das. Aber es mal so zu hören auf der Tonspur bedeutet so viel. Du suhlst dich einfach in deine Opferrolle. Und warum machst du das? Jetzt guckt sie dir, die wegguckt. Sonst guckt sie nicht weg. Heute guckt sie weg. Guckt sie weg. Caro, das bildest du dir gerade ein. Das bildest du dir ein. Das bildest du dir ein. Caro, du hast einfach Hallos. Du bildest dir das ein, sie guckt dich ein, genauso wie Emma. Ich habe alles versucht aufzuschnappen, um zu bestätigen, dass ich ein schlechtes Gefühl habe, was total dumm ist. Weil ich sollte meine Energy tatsächlich ins Positive setzen. Ich möchte mit ihr befreundet sein. Es tut mir leid, das wäre aber so eine Freundin, mit der würde ich derbe viel Smalltalk führen. Nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sie hat alles gesucht, um sich zu bestätigen, dass ihr Film, den sie geschoben hat, richtig ist. Ich hab dich richtig vermisst. Mhm. Das hat mich gestern wahnsinnig gemacht. Heute übrigens auch. Also, du bist total süß. Autsch, Wunderpunkt. Weil süß ist in Caros Augen nichts Gutes. Aber ich finde es so schön, wie sie ihr das so mitteilt. Ich habe das mit den beiden, wie gesagt, gar nicht kommen sehen. Aber da sind authentische Gefühle und Verhaltensweisen zu beobachten. Ich kann mich halt mit diesem Wort süß nicht ganz definieren. Freue ich doch einfach, dass sie was Nettes gesagt hat, meine Güte. Was soll sie denn sagen? Dass du mega, mega geil bist? Sagt man das so? Nein, sie findet dich süß. Wenn ich mal eine Frau kennenlernen würde und sage, du bist süß, das würde ich mit, du bist nett. Und nett ist die kleine Schwester von. Nö, stimme ich nicht zu. Also nett ist die kleine Schwester von Scheiße, ja. Aber süß ist nicht die kleine Schwester von nett oder die große oder die Großschwester oder die Stiefschwester oder so. Süß kann mich richtig antören auch. So, und dann gibt's hier auch nochmal ein Küsschen. Das sieht doch auch sehr, sehr gut aus. Da ist auf jeden Fall eine Anziehung. Sie küsst mit Zunge gut, ohne Zunge küsst sie gut. Jetzt komme ich echt so ein bisschen. Ich kann darüber nicht reden. Also sie küsst auch ohne Prothese gut und mit Prothese gut, egal wie. Also sie küsst, hauptsächlich also küsst sie. Ich bin gerne in der Nähe und ich bin, weiß ich mein, ich mache gerne Knutschi-Knutschi mit dir. So, natürlich. Knutschi-Knutschi. Aber ich muss sie halt... Ich muss sie halt auch mal nackt kennenlernen. Sie hat jetzt auch Bedenken, weil irgendwie... Ist das alles nicht genug? Ich muss mal so nackilein mit ihr sein, weil Knutschi Knutschi reicht mir nicht. Ich brauche mal Fiki Fiki. Jessie hat jetzt auch einen Moment wieder mit der Prinzessin und natürlich hat sie den genutzt, um ihr wieder zu sagen, ich bin eifersüchtig. Ich bin richtig eifersüchtig auf alle. Und wie findet das die Prinzessin? Ich empfinde das als ein Kompliment, wenn sie mir sagt, dass sie eifersüchtig ist, weil es mir einfach zeigt, dass da Gefühle sind. Ja, oder es zeigt dir halt, dass da eine Selbstwertproblematik ist, der man noch nicht so auf den Grund gegangen ist und es hat weniger mit dir zu tun, als du denkst. Naja, es gibt trotzdem einen Knutschi-Knutschi auch hier einmal und zwar finde ich einen wilden Knutschi-Knutschi, weil sie besteigt sie jetzt einmal, ich weiß gar nicht, wo das hier enden soll. Mädels, habt ihr mitbekommen, dass es hier laufende Kameras gibt? Also ich meine, hallo? Was geht denn hier ab? Und nun sind wir schon bei der Entscheidung. Dein Temperament, dein Lachen. Dein Selbstbewusstsein, alles macht mir immer gute Laune. Und ich habe mich immer sehr bei dir wohlgefühlt und auch deine Berührungen immer genossen. Lüge! Ich würde sagen, als Körperinterpreteur, dass sie die letzten Berührungen vielleicht ein bisschen too much fand. Sonst hätte sie nicht so weggeguckt. Sonst hätte sie die vielleicht auch genossen. Aber sie war ja so, ja, und dann erzähle ich dir noch mal was von meinem Garten. Aber ich weiß, es ist... leider nicht reicht und ich muss dir leider die Kette abnehmen. Es ist vorbei, tatsächlich. Das ist, also sie hat es auch einfach herbeibeschworen. Sie hat es angezogen. Ich meine, was heißt sie? Maria, die Italienerin. Maria hatte heute ja nicht wirklich gute
Vibes und Energy. Was wusste ich? Es ist echt alles gut. Es ist wirklich alles gut. Es ist einfach nur schon wieder passiert. Ich wurde nicht zurückgeliebt. Nun sind rausgeflogen Tai und die Italienerin Maria. Ja? Tai, weil sie halt gemerkt hat, ey, das ist einfach nur eine Sister. Und die Italienerin, weil die Prinzessin einfach gemerkt hat, dass sie die Berührung vielleicht doch nicht so toll fand. Ja? So, und jetzt habt ihr die Prinzessin noch eine Sache zu announcen. Aber Laura, ich würde mich freuen, wenn du mir noch einen Drink machst heute. Noch einen Drink? Und wir uns später noch mal sehen. Sie kann es, glaube ich, gar nicht fassen, die kleine Laura. Sie so, jetzt einen Drink? Ach, später? Warte mal, ich übernachte bei dir? Ehrlich? Oh mein Gott, ich habe mich nicht rasiert. In meiner Villa. Oh. Also, das gab's ja noch nie. Sehr gerne. Da werde ich ja ganz glitschig und ich rutsche gleich aus. Begeistert bin ich nicht. Oh, ja, aber... Oh. Lass es doch einfach. Ihr seid dann bei The Princess Charming. Lass sie doch auch mal Spaß haben, die Laura, meine Güte. Und jetzt die Vorschau auf die nächste Woche. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, welche Frau wo steht. Ja gut, dann hast du einfach so mitgemacht. Also jetzt, wo die Show zu Ende ist, habe ich gar keine Ahnung mehr. Ich glaube, ich nehme keine. Aber ich war jetzt einmal hier im Fernsehen und das hat mir auch Spaß gemacht. So Leute, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich sage tschüss.